I used to have nothing. And then I got this family. In 5 days. We owe it to everyone we lost to take a stand. We're the Avengers. We gotta finish this. This is the fight of our lives. Every journey has an end. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I miss that giddy optimism. Avengers Endgame. Rated PG-13. Everywhere Friday. In 5 days. Thanos used the stones again. Let's go get this son of a... Whoa! Watch your mouth! Part of the journey is the end. This is the fight of our lives. He's pretty good at that. Right? All right, Avengers. Time to live up to your name. In 5 days. Oh, God. What's up, regular size man? In 5 days. After I kill you, I'm gonna burn this annoying little planet to cinders. Avengers Endgame, rated PG-13, everywhere Friday. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Avengers Endgame Video. Freut mich wieder mega, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und heute ist wohl mit einer der letzten Tage, an dem wir solch ein Video machen werden, in dem wir genau die neuen Szenen besprechen, die wir geliefert bekommen haben von Marvel Studios. Und hier gibt es wieder ein paar sehr interessante, die ich für euch habe, die ihr im Vorfeld auch schon gesehen habt, damit ihr auch genau wisst, um was es heute geht. Interessante Dinge wie zum Beispiel Thanos, wie er zum allerersten Mal kampfbereit zu sehen ist und wie er gegen Tony Stark als auch Captain America antritt und Charaktere, die wir zuvor noch nie gesehen haben in diesem ganzen Trailer-Footage, wurde uns auch zum allerersten Mal gezeigt, weshalb es heute sehr interessant sein wird, über diese Dinge zu sprechen, bevor wir dann in 2 Tagen endlich alle Avengers Endgame im Kino schauen können. Und darauf freuen wir uns sicherlich alle sehr. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet und dies einer der ersten Videos ist, das ihr von mir seht, dann vergesst es auf gar keinen Fall auch den Kanal zu abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen, nämlich hier gibt es wirklich alle Infos rund um Avengers Endgame, als auch einfach das komplette MCU an sich. Das wäre auch schon das heutige Vorwort, fangen wir doch schnell mit dem Content an, den ich heute für euch habe. Let's go! Beginnen wir doch mit dem ersten Trailer, den ihr gesehen habt, und dieser wäre der, an dem sozusagen Black Widow den größten Teil eingenommen hat, beziehungsweise wo der Fokus stark auf Black Widow lag. Hier bekommen wir nämlich sie gezeigt in ihrer schlechtesten Phase, die sie wohl jemals hatte. Dies ist aber auch neues Footage, was wir bekommen haben von ihr, und zwar hatten wir zwar schon Bilder bekommen aus der gleichen Position, aber hier hatte sie nicht wirklich etwas gesprochen gehabt, sondern nur auf jemanden geschaut. Und hier spricht sie ganz klar wieder über die ganzen Verluste, die sie erlitten haben und wie nah sie ihnen stand. Black Widow erwähnt hier einfach, dass sie bei den Avengers eine Familie gefunden hat, die sie zuvor noch nie in ihrem ganzen Leben hatte. Was natürlich logisch ist, wenn wir ihre ganze Backstory im Hinterkopf behalten. Von klein auf wurde sie darauf getrimmt, eine Geheimagentin zu sein, beziehungsweise nur Missionen zu erfüllen und hatte somit auch nie wirklich ein richtiges Leben. Diese Szene zeigt uns übrigens auch, dass dies nach dem Kampf gegen Thanos erst ist, also nach dem zweiten Kampf sozusagen, denn wir wissen ja schon, dass am Anfang des Films schon mal ein Kampf stattfinden wird auf dem Planeten, bei dem Thanos sich zurückgezogen hat, und danach wird irgendwas schief gehen oder nicht so funktionieren, wie man sich es vorgestellt hat, was unsere Avenger dann wieder in eine lange Depression zwingen wird, in der sie nicht wissen, was sie tun können. Das natürlich auch erklärt, weshalb so viel Zeit vergeht, weshalb sie auch wieder so lange Haare hat und weshalb sie gerade auf diesen emotionalen Stand ist. Das ist auch einer der Fragen, bei denen ich kaum abwarten kann, wenn sie endlich aufgelöst werden. Was ist jetzt eigentlich vorgefallen beim ersten bzw. zweiten Aufeinandertreffen mit Thanos und wie führt eines dann zum anderen, sodass alle sich wieder treffen und einen richtigen Plan ausgearbeitet haben, um ihn zu schlagen. Wir bekommen im Trailer auch wieder ein paar Szenen, die wir schon kennen, nur eben jetzt in einer viel besseren Qualität, also kann man sich diese nochmal eigentlich genauer anschauen, aber dazu brauchen wir nicht wieder etwas zu sagen, weil das ein bisschen überflüssig wäre. Captain Marvel können wir aber hier wirklich viel besser sehen als beim letzten Mal. Sonst gäbe es zu diesem Trailer noch eine Szene, die teils neu wäre, denn hier sehen wir einfach nur ein bisschen mehr von Tony Stark und Steve Rogers, von der Unterhaltung, in der es eben darum geht, das alte Team wieder komplett aufzutreiben, weil sie jetzt wieder einen neuen Plan ausgearbeitet haben. Und diese Szene tritt öfters auf, nur immer mit einem neuen Dialog übergelegt, beziehungsweise kurz vorgespult oder zurückgespult, also einfach ein bisschen Zeit versetzt. Das ist auch die Methode, wie sie alle neuen Trailer immer jetzt Tag für Tag rausbringen. Sie geben uns einfach immer zwar wieder neue Szenen, aber diese sind immer noch Bestandteil von alten Szenen, die wir eben schon kennen, nur eben von einem anderen Zeitabschnitt, also kurz vor oder nach dem Geschehnis, was wir schon gesehen haben. Was auch die perfekte Methode ist, um dieses Werbematerial zu gestalten und uns Zuschauern einfach respektiert und uns einfach nicht spoilert, was das Ganze dann auch angeht. Sie zeigen genug, um uns auf den Film anzuheizen, aber nicht so viel, dass wir schon die ganze Handlung wissen. Und das ist das Besondere an Endgame. Vor allem diese Szene bedeutet natürlich sehr viel für beide Charaktere, da das erste Mal ist, dass sie beide
beiden sich wieder sehen werden und wohl keine Differenzen mehr gegeneinander haben. Kommen wir zum nächsten Trailer und dieser bietet uns wohl die coolsten bzw. komplett neuesten Szenen aus allen, die wir heute besprechen. Und zwar fängt das Ganze an mit Captain America, wie aus den allerersten Minuten des Filmes, wo sie sich entscheiden, Thanos hinterher zu gehen. Und Rocket dann auf einmal sagt, hey, watch your mouth. Funktioniert natürlich sehr gut, da normalerweise Captain America derjenige ist, der das sagen würde. Und diesmal die Grenze überschritten hat, indem er Son of a Bitch gesagt hat. Also ein cooler, netter Dialog, den wir hier neu bekommen haben. Ab hierhin sind dann aber auch alle neuen Szenen wirklich von dem Kampf zwischen Thanos und den Avengers. Die erste neue Szene wäre die Benatar, wie sie gerade am Wegfliegen ist. Und ich frage mich, wohin wahrscheinlich Rocket mit der Benatar dann auf einmal hinfliegt. Im Hintergrund können wir ganz klar Rhodey, also War Machine, als auch Nebula erkennen. Und wenn wir uns vorne nochmal die Wolken anschauen, könnte man natürlich wieder argumentieren, dass das von der gleichen Phase ist, wo der Kampf gegen Thanos stattfindet. Aber ein bisschen tut sich das schon zu unterscheiden. Weshalb ich jetzt eine Theorie hier mit reinwerfe und sage, unsere Helden befinden sich hier gerade auf Vormir. Und das ist das zweite Thema, über was wir vor ein paar Tagen schon mal ein Video gedreht haben. Vor allem, wenn man rechts von War Machine schaut, kann man natürlich gut die Farbe erkennen, die dieser Planet eben an sich hat. Ich blende euch nochmal ein Bild an, wie die ganze Landschaft von dem Planeten aussieht. Und es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass diese Personen gerade auf Vormir sind, um eben den Soulstone an sich zu reißen. Den Theorien nach, die wir aufgestellt haben, wäre es auch logisch, da wirklich dies das Team ist, was theoretisch im Universum rumreisen wird, um dann die restlichen drei Infinity Stones zu sammeln. Ist also eine sehr verdächtige Szene und ehrlich gesagt noch ein bisschen fraglich, bei welchen zwei Handlungen sich das jetzt gerade abspielt. Entweder bei dem Kampf gegen Thanos, wahrscheinlich auf der Erde, wegen einem Zitat, zu dem wir gleich nochmal kommen, oder dass es scheint wirklich auf Vormir zu sein oder ein komplett anderer Planet, den wir gar nicht kennen. Ich schätze aber hierbei jetzt wirklich mal, dass es Vormir sein sollte. Schreibt mir gerne eure Meinung und eure Theorien wieder in die Kommentare. Ich frage mich auch, was ihr vielleicht kommt. Vielleicht gibt es ja eine gute Erklärung dafür, außerhalb einfach die Theorie, den Soulstone zu sammeln. Kommen wir zur nächsten Szene, die wohl die aufregendste ist. Und zwar sehen wir hier Thanos, wie er wirklich kampfbereit vor unseren Avengers steht. Und ich meine, hinter ihm kann man noch eine Armee erkennen, voller Outrider. Das ist also wirklich eine krasse Kriegssequenz, die uns hier gezeigt wird, die wir davor noch nicht bekommen haben und die uns theoretisch wieder sehr viel verrät. Das Ganze ist natürlich wieder ein Ausschnitt von dem großen Kampf zwischen den Avengers und Thanos. Das brauchen wir hier nicht nochmal genau zu besprechen. Jedoch wirft es mal wieder richtige Fragen auf, und zwar weshalb Thanos wieder solche Geschütze ausfährt. Wir sehen nämlich hinten nochmal diese kleinen Schiffe, beziehungsweise diese Payloads, die Thanos ausgesendet hat in Avengers Infinity War, in denen die ganzen Outrider gesteckt haben. Hinten verbirgen sich noch ein paar Kriegsschiffe, die auch bereit zum Angriff sind, und überdessen nochmal das riesige Schiff von Thanos, was wir schon mal gesehen haben. Doch weshalb gibt es hier wieder einen solch großen Krieg? Es ist vielleicht einfach, weil dies schon in der Zukunft liegt und das in der Zeit ist, in denen die Avengers es schon geschafft haben, alle Infinity Steine vor Thanos zu sammeln und es so eben zu einem Showdown zwischen beiden kommt und Thanos sie zurückerobern möchte. Nebenbei bekommen wir auch eine Szene von Captain America gezeigt, wie er ihm entgegensteht, und wenn Thanos direkt eine solch riesige Armee hat, die bereit zum Angriff ist, stellt sich natürlich die Frage, ob unsere Helden das wirklich so leicht handeln können, wenn sie wirklich nur alleine kämpfen. Denn irgendeine Unterstützung werden sie brauchen, da es hier nicht so aussieht, als wäre die ganze Armee von Wakanda versammelt. Machen wir aber weiter mit dem nächsten Trailer, denn wie ihr seht, haben wir sehr viele bekommen. Ungefähr sind es 4 Trailer, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und zwar wäre beim nächsten Trailer nur eine ganz kleine Szene drin von Rocket Raccoon, dem er einfach sagt, time to live up to your names, beziehungsweise wie es auf Deutsch heißen müsste, Zeit, um eurem Namen alle Ehre zu machen. So ungefähr die grobe Übersetzung. Und das ist natürlich auch ein gutes Sprichwort von Rocket, der natürlich nicht offiziell Teil der Avenger war oder ist, sondern erst nach dem Film einer wird. Ja, und wer diese Phrase nicht checken sollte, Avenger heißen auf Deutsch so gut wie die Rächer. Nun sind wir aber auch zu dem letzten Trailer angelangt, der uns wohl die coolsten neuen Szenen beschert hat, beziehungsweise eigentlich die meiste Information. Und zwar hätten wir als erstens sehr überraschenderweise ein Bild von Valkyrie, beziehungsweise eine Szene von Valkyrie. Wir wissen ja schon, dass sie überlebt hat. Sie war in diesen Profile-Fotos, in diesen Profile-Postern mit dabei als einer der Überlebenden, weshalb sie auch eine Rolle in dem Film haben wird. Und ich gehe davon aus, dass sie hierbei in Neu-Asgard ist. Denn nach Thor Ragnarok wussten wir natürlich, dass die Asen jetzt eine Zuflucht suchen, nachdem ihre Heimat zerstört wurde. Und in Thor Ragnarok wurde auch eine Anspielung an die norwegische Küste gemacht von Odin selbst. Und in den Dreharbeiten gab es anscheinend auch eine Location. Ich glaube, die bei einer Bar war auch an einer Küste. Weshalb dies einfach perfekt passen würde, wenn sie sich jetzt dort auffällt. Wir hatten
hatten ja auch damals eine Szene von Rocket bekommen, in dem wir auch im Hintergrund eine Küste sehen und der sich vielleicht auch im Film dort eine bestimmte Zeit lang aufgehalten hat. Des Weiteren kommt auch zu, dass sie halt auch wirklich Kleidung von der Erde anhat, was man einfach sehr gut an den Zippern erkennen kann. Und wenn sie sich auf der Erde aufhält, weshalb dann nicht in Norwegen? Dann bekommen wir noch eine Szene zwischen Pepper Potts und Tony Stark, wo sie auch wahrscheinlich auf einer Couch sitzen und hier geht wahrscheinlich auch nichts Besonderes ab. Dies ist wahrscheinlich einfach kurz nachdem Tony wieder auf der Erde angekommen ist und er erzählt ja einfach, was eigentlich vorgefallen ist bei den traurigen Blicken, die die beiden da drauf haben. Und dann kommen wir zu den letzten interessanten Szenen, wo ich erstmal auf den Dialog von Thanos anspielen möchte, der hier im Trailer übergelegt wurde. Und zwar sagt Thanos hierbei, nachdem ich dich getötet habe, werde ich diesen nervenden kleinen Planeten zu Asche verbrennen. Dies ist wahrscheinlich auch an Tony Stark gerichtet, denn die beiden haben ja eine engere Beziehung, wie wir wissen. Während er dies sagt, können wir auch ein Schiff sehen. Dies ist Thanos Schiff, was wir ganz gut an der Haube ganz vorne erkennen können, die auch leicht rot leuchtet, wie wir es davor schon gesehen haben, anderen Szenen von einer anderen Kameraperspektive und unter dem Schiff können wir noch zwei Hangars sehen, sage ich mal, wo zwei Schiffe von ihm andocken können, die wir auch im Trailer gezeigt bekommen haben, wo wir zwei gesehen haben, die von dem Schiff ausgefahren sind, beziehungsweise am Schiff angedockt haben. Und dieses Schiff sendet einen heftigen, dicken Strahl raus, der wahrscheinlich auch erklärt, weshalb diese ganze Umgebung zerstört wurde. Und durch den Dialog von Thanos sollte auch bestätigt sein, dass sich dieser Kampf auch auf der Erde abspielt und die Erde dieser komplett zerstörte Planet ist. Dann haben wir nur noch eine Szene von Iron Man, wie er einen Schuss oder einen Schlag abbekommt und dann einfach nach hinten wegfliegt und auf dem Boden liegt. Natürlich bekommen wir solche Szenen in diesem Kampf gezeigt, jedoch was ich hier einfach nur interessant finde ist, bei der Explosion, wo er gerade wegfliegt, fliegen mehrere metallische Teile von ihm weg und hier stellt sich bei mir einfach nur die Vermutung auf, was sind das für metallische Teile? Könnte es sein, dass er einen ähnlichen Hulkbuster wieder anhat und dieser eben Schrott gegangen ist bei dem Kampf gegen ihn? Oder war dies einfach ein Teil von seinem Schild, was er vielleicht aufgesetzt hat und dies dem ganzen Druck nicht standgehalten hat? Auf jeden Fall wird der Kampf zwischen den beiden sehr spannend. Und ja, Freunde, das wäre es eigentlich schon von dem ganzen Video und den ganzen neuen Szenen, die wir alle bekommen haben und auch die letzten Szenen sein werden, wenn der Film dann endlich draußen ist. Ich freue mich schon. Knapp mehr als 24 Stunden, dann können wir den Film sehen und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie alles enden wird. Danke nochmal, dass ihr das Video zu Ende geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr Video einen Daumen nach oben geben würdet, als auch, wenn ihr den Kanal abonniert, um keiner meiner Videos auch nach Avengers Endgame mehr zu verpassen zu dem MCU. Haltet Ausschau, morgen wird ein Video kommen über verschiedene Wege, wie man Thanos töten kann. Als guter Abschluss sozusagen. Und wenn ihr jetzt auch noch Interesse an Game of Thrones habt, dann könnt ihr bis heute Abend abwarten, denn dort sollte noch die Analyse bzw. Besprechung zu der zweiten Folge von Game of Thrones online kommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dann mal sagen, ciao.